Metro 2033, willkommen zurück. Filter wechseln und los geht's. Hier haben wir aufgehört, wir haben den Großen kennengelernt. Diesen großen Fliege-Heini, den Fliege-August. Wir nennen ihn mal Fred. Fred, der Fliege-August. Ist er am Rauchen? Nee. Okay, die Tür ist zu. Er hatte gesagt gehabt, ich muss irgendwas finden, um zu öffnen. Von da kamen wir. Hier geht's auch nicht weiter. Na toll, fängt die Folge ja schon wieder super an. Reflex ist schon wieder am Suchen. Hier darf man übrigens gar nicht rauchen. Offenes Feuer zumindest darf man hier nicht machen. Ih, die scheiß Fliegen. Hallo? Könnt ihr mir mal helfen? Ich komme nicht weiter. Oder muss ich vielleicht auf die Tür schießen? Kann das sein? Die einfachsten Dinge sind immer noch die besten. So. Ah, ja. Was haben wir da? Da haben wir ein... Ah, genau. Ich werde mal wechseln, weil... Diese Schallgedämpfte bringt jetzt mal so gut wie gar nichts. Und das hier sieht aus, als hätte das richtig Dampf. Obwohl... Obwohl die mit diesem... Nee, gefällt mir nicht. Ich glaube, ich bleib doch lieber bei der. Mein bester Freund, die Kackwurst. So, jetzt sind wir doch anscheinend tatsächlich in der Bibliothek. Und, wir werden uns mal ein wenig umsehen. Oh, Batterie alle? Das kann gar nicht sein, die habe ich gerade erst aufgeladen. Das kann überhaupt nicht sein. Ach, die ist ja doch gerade etwas über der Hälfte gewesen. So. Ich vermute mal, dass wir... Dass das nicht mehr lange dauert, bis wir mit dem Fliege... Wie haben wir denn jetzt genannt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Fliege-Franz, ne? Franz der Fliege, August. Genau, Franz. Dass wir vielleicht gegen Franz kämpfen werden. Ich weiß nicht, ob es in dieser Folge ist oder vielleicht in der nächsten Folge. Aber anscheinend komme ich jetzt hier auch schon wieder nicht weiter. Ich weiß nicht, warum... Aber ich habe doch vorhin Schlüssel aufgesammelt. Wofür war der denn? Habe ich wieder irgendwo einen Safe vergessen wahrscheinlich. Wo muss ich denn jetzt? Oder muss ich auf... Natürlich. Es leuchtet ja auch, Reflex. Das siehst du nicht. Mm-mm. Cool. Danila, gehen wir. Da sind bestimmt die Babys hier, die hier fliegen gerade. Mach du mal die Tür auf. Ich würde ja vorschlagen, wir gehen außen rum, aber kannst du gerne machen. Ja, ich bin da voll für. Ganz weit vorne. Ganz weit. Ich, Hört das jemals auf? Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Das sieht nach Bosskampf aus, die Halle. Bibliothekar! Was? Der Bibliothekar? Hör zu, Adjon. Bibliothekar gehören zu den gefährlichsten Kreaturen hier draußen. Wenn wir einen treffen, dann kämpfe nicht und laufe auch nicht weg. Die Bestien greifen nicht an, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lass sie niemals aus dem Blick. Zeig ihnen deinen Rücken und du stirbst. Wenn eine Bestie nervös wird, geh weg, aber langsam. Und wenn du schießt oder nicht guckst, wirst du nie wieder was sehen. Okay. Bibliothekar...
Wow, wow, wow. Bibliothekar kenne ich eigentlich anders. Der liest eigentlich liest der. Eigentlich liest der Bücher. Aber. Eigentlich liest ein Bibliothekar Bücher. Aber. Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Wo ist die Karte? Hallo? Wolltest du mir nicht die Karte geben? Hallo? Karte? Okay. Ja, dann heißt es wieder, wir sind wieder alleine. Weil der eine, weil der, Franz, der Fliegeheini, unseren Kollegen erledigt hat. Bibliothekare. Was ist das? Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Ein Bibliothekar, wenn wir erst einmal auf den treffen, den werde ich erstmal so angucken. Und dann tut er mir nichts. Der denkt dann, der hält mich dann auch für bescheuert. Der wollte mir doch eigentlich so eine Karte geben, aber warum er das jetzt nicht gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ich werde mich mal ein wenig hier umsehen. Vielleicht liegt hier ja doch noch was rum, was man gebrauchen kann. Alter Falter, sieht das geil aus. Ja. Du bist auch verrückt, ich auch. Das, ja. Geländer wurden früher so gebaut. Ja, in Russland. Ja, die haben sie einfach so, mitten in der Luft haben sie die, hingebaut. Und, die blieben dann da auch. Ja. Dann haben sie die Pinöppel, haben sie einfach abgemacht und dann blieb das so. Ja, das ist wie eine Treppe. Huch! Alter, was war das denn? Huch! Was war das denn? Du, 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 hui! 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 Okay. Alter, wie geil war der denn? Der war wohl mal der Hammer. So, hier liegt doch was, so wie es ausschaut. Oh, eine AK! Wechsel ich die jetzt? Ich glaube, ich wechsle die mit dem... mit der Schallgedämpften. Ja, definitiv. Weil die AK ist mir doch ein wenig... Hallo? Genau, er kann da nicht drüber springen. Wem will er das denn erzählen? Okay, Duck Jump geht sowieso nicht auf der Konsole. Na eben gucken, wegen Munition. Okay, nee, das bringt gar nichts. Das ist besser. Ja, super, ist klar. Ich werde jetzt natürlich hier nicht meine AK verschwenden für den Affen, sondern erstmal mit... Mein Gott, ey, wir haben auch nicht mehr so viele Filter. Das ist natürlich auch nicht schön. Das ist der Bibliothekar, wie er gerade auf dem Klo sitzt. Und... Was? Hallo? Ich möchte ein Buch ausleihen. Können Sie mir dabei helfen? Ich suche die neuen Pforten. Oh Gott, Ladebildschirm, das kann ja heiter werden. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Ist das der Bibliothekar? Ach du Scheiße, das sieht ein bisschen aus wie das Merkel. Ach du Kacke. Soll ich mal in den Arsch schießen? In den Anus schießen? Mich juckt's ja in den Finger, aber dann wird der, glaube ich, sauer. Hallo? Ich würde gerne Harry Potter ausleihen. Stein der Weißen. Ist es zufällig verfügbar? Also wir sollten definitiv in die Augen gucken. So, hier liegt doch bestimmt was. Ich wusste es doch, dass hier jede Menge Zeus liegt. Wir sollten natürlich gucken,
dass wir auch so schnell wie möglich hier durchkommen, weil wir ja auch nicht mehr so viele Fill... In die Augen gucken. Okay. Ich gucke. Ich gucke. Ich gucke. Es wäre ein perfekter Ort, um was zu verstecken. Ja, natürlich. Aber tot kriegt man den nicht, oder was? Also, dann wird man nie wieder was sehen, hat er ja gesagt, ne? Oh Gott, jetzt kommt er auch noch von oben. Woher soll ich denn wissen? Ja, Harry Potter. Harry Potter Stein der Weißen. Hast du den vielleicht hier? Ich bin nur hier, um ein Mathebuch auszuleihen. Einmal eins ist eins. Wie aber auch so. Na ja, du bist das ja nur wieder, du Esel. Wo muss ich denn hin? Darf ich mal eben kurz gucken? Okay, ich muss da lang. Ja, aber hier sind doch nur die Fahrstühle. Hier. Okay, ganz schnell. Ganz schnell. Hallo, ich will hier durch. Ich komme nicht durch die Tür. Warum nicht? Warum komme ich nicht durch die Tür? Ah, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Och, jetzt sag nicht hier. Oh nein. Moin, Bibliothekar. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Du stinkst. Ja, auch, glaube ich, schlecht geschissen heute Morgen. Deswegen ist er so sauer. Ach du Kacke, hier sind auch noch zwei unterwegs. Ach du Kacke. Na super, ganz toll. Oh. Ich sollte vielleicht... Was? Will er mich verarschen? Hallo? Ach du Kacke. Jetzt machen die auch noch hinter mir die Türen zu. Oh Gott, ich will mich gar nicht anlegen mit so einem Bibliothekar. Nein. Du bist ein ganz lieber Bibliothekar. Nein, bin ich nicht. Du auch nicht. Nein, ich mag dich nicht. Ah, ich bin hässlich. Ich bin hässlich. Du auch. Nein, bin ich nicht, Reflex. Nein, ich bin nicht hässlich. Geh weg. Wie er wieder guckt. Ach ja, dann nächste Woche mal irgendwann. Ich komm mal wieder. Mach's gut, mein Freund. Mein bester Freund. Die Kackwurst. Lala. Lala, 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 lala. Mein bester Freund. Die Kackwurst. Ist er jetzt hier reingegangen? Ja, ne? Wo ist er hin? Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, der steht gleich hinter uns. Ich wusste es. Aua! Sag mal, hast du... Boah, sofort erstmal Medipack. Alter Falter. Da ist sofort Ende im Gelände. Sofort Ende im Gelände. Habt ihr gesehen? Wow! Was? Nein. Willst du mich verarschen? Alter Falter. Oh, ich sollte schleunigst erstmal abdampfen gehen. So. Abziehen kann die Putzfrau demnächst. Alter, wo muss ich denn hin? Was? Mein bester Freund. Die Kackwurst, lala, wird bis zu einem Meter groß. Mein bester Freund. Die. Da lief doch einer, oder? Täusche ich mich da? Hallo, Bibliothekar. Wie geht es dir?
Geh da runter. Nein, 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 nein. Ich guck dich an. Huch! Was? Nein! Ach du Scheiße! Geh weg, geh weg, geh weg, genau, geh weg. Geh weg, du hast Mundgeruch. Huch. Ach du Scheiße. Hier war doch irgendwo die Treppe, ne? Hier, genau. Ach du Kacke. Ach du Kacke, ach du... Was, wo ist der? Wow! Aua! Aua! Geh weg! Du bist hässlich. Ja, du bist hässlich. Du bist hässlich, guck dich mal an. Ja, brauchst jetzt nicht meckern, das ist nun mal so. Weißt du, wenn du scheiße bist, bist du scheiße. Wie du scheiße bist, du scheiße. Geh weg. Geh weg. Du bist immer noch hässlich, da brauchst du nicht so brüllen. So, geh weg. Oh nein, oh nein. Du bist hässlich, geh weg. Geh weg, du bist hässlich. Ich lauf richtig, ja, anscheinend ja. Gott sei Dank. Nein. Das war Feuer, das ist heiß, Bibliothekar. Der kommt bestimmt jetzt durch die Tür, hundertprozentig. Bloß weg hier. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch möchte gerne hier sein? Zwischen den ganzen Büchern. Wahrscheinlich kann man hier wahrscheinlich toll lesen, ganz toll. Ja, gibt es bestimmt jede Menge Sachen zu lesen. Aber beim besten Willen, ich will hier nicht lesen, ich will hier nur weg. Nur weg, 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 weg. Und ich frage mich gerade, wo ich hin muss. Hier vielleicht? Nö. Hä? War das falsch? Tatsache, das war falsch gewesen. Vielleicht hier lang? Ja, hier war ich noch nicht. Ah ja, hier ist die Wand wieder zu. Wo muss ich denn hin? Wow. Geh doch weg! Du bist so hässlich! Aua! Oh, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll. Aua! Ja, toll. Super. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, sauer gemacht. Ja, Harry Potter war scheiße. Immer scheiße. Harry Potter war immer scheiße. Brauchst mir nicht hauen dafür. Und du bist hässlich. Du bist hässlich. Ja, du bist hässlich. So, und jetzt geh weg. Toll, jetzt haben wir kein Medipack mehr. Super. Huch, da ist er weggeplöppt. Wo müssen wir denn hin? Oh nein. Was war hier? Oh, 5 Medipacks. Ja, yeah. Oh mein Gott. Der Bibliothekar. So, wo müssen wir denn hin? Hier. Hä? Okay, gehen wir nochmal hier nach oben. Müssen irgendwie nach links kommen, so wie das ausschaut. Oh, nee. Nein. Geh weg, du bist ein ganz lieber Bibliothekar. Ja, bist du. Du bist ein ganz lieber Bibliothekar. Bist du. Du bist hässlich. Ja, du bist hässlich. Brauchst nicht Kopfschütteln. Du bist hässlich. Och Mann. Du brauchst mir nicht hauen. Du bist hässlich. Das bringt auch nichts. Geh weg, du bist hässlich. Geh weg. So, geht doch. Wo müssen wir denn hin, verdammt nochmal? Och nein. Mein Gott, nee, du bist hässlich. Geh weg, du bist hässlich. Du bist hässlich. Ja, du bist hässlich. So. Ach, da liegt übrigens ein Metrobuch. Haha. Können wir den noch eben lesen. Eintrag 1. Wissen ist Macht.
ein abgegriffener Spruch. Vor dem Krieg hat vermutlich niemand mehr über seine eigentliche Bedeutung nachgedacht. Wissen war für alle zugänglich. Mein Stiefvater erzählte mir mal, dass ein tragbares Telefon einmal alle Fragen mit einem Fingerstreich beantworten konnte. Könnte vielleicht. Niemand kümmerte sich mehr darum, zu lernen, neue Informationen zu sammeln und sie sich einzuprägen. Und dann in einem einzigen Monat sind alle diese Informationen weg. Die Telefonleitungen waren tot, der Akku des Telefons leer und jene, die das Wissen nicht in ihrem Kopf haben wollten, standen nun mit leeren Köpfen da. Wissen ist wieder eine Macht, eine wertvolle Handelsware geworden, extrem wertvoll. Hier in der großen Bibliothek ist vermutlich mehr Wissen über die Erde und die Menschen gelagert als irgendwo sonst. Aber jeder Buchstabe aus den riesigen Schatzkammern, der gelesen wird, muss mit Blut bezahlt werden. Was? Wow, wow, wow! Ich würde sagen, mit diesem schönen Ausblick entlasse ich euch mit dieser Folge und wir sehen uns in einer weiteren Folge und dann mit dem Bibliothekar und dann finde ich wahrscheinlich mal den Ausgang und der ist immer noch hässlich. Also, bis demnächst. Ciao.